Die Welt im ersten Jahrhundert. Das Imperium Romanum beherrscht fast den gesamten europäischen Kontinent. Der römische Einfluss reicht von Nordafrika bis zum Ärmelkanal. Aber nicht nur in Europa ist eine Supermacht entstanden. Die Han in China bauen an der großen Mauer. Gleichzeitig entwickeln die Maya in Mittelamerika einen fast perfekten Kalender. Und in Südamerika ritzen die Nazca mysteriöse Zeichen in den Boden. Mit dem Archäologen Matthias Wemhoff gehen wir auf eine Zeitreise durch das erste Jahrhundert. Auf den Spuren bekannter und unbekannter Kulturen, Zivilisationen, die in der Wüste oder im Dschungel erblühten, die prächtige Paläste bauten oder neue Religionen erschufen. Was machten die Germanen, als in Judäa ein neuer Glaube entstand? Was passierte zur gleichen Zeit bei den Nabatäern oder in China? Wie lebten die Menschen an den unterschiedlichsten Orten der Welt zur gleichen Zeit? Jede Kultur hatte ihr eigenes Tempo, ihren eigenen Glauben, ihre eigenen Erfindungen. Historiker sprechen von der kulturellen Ungleichheit. Aber gab es trotz großer geografischer Distanzen vielleicht doch auch Ähnlichkeiten? Oder haben sich die Menschen in Europa, Asien und Amerika völlig unterschiedlich entwickelt? Über 1 Million Menschen leben zu Beginn des ersten Jahrhunderts in Rom. Damals die größte Stadt der Welt. Kaiser Augustus weiht im Jahre 2 das neue Forum ein. Er möchte seiner Hauptstadt ein neues Gesicht geben, moderner, prächtiger und den Bedürfnissen der wachsenden Bevölkerung angepasst. Genau wie heute war Rom schon vor 2000 Jahren laut und hektisch. Die Tibermetropole war die erste Stadt der Welt, in der privater Wagenverkehr tagsüber verboten war. Es gab aber einen Ort, an dem alle Römer ihre Sorgen vergaßen. Wenn es um die Unterhaltung des eigenen Volkes ging, dann waren die Kaiser nicht zimperlich. Sie wussten, wer die Massen im Kolosseum begeisterte, war als Herrscher akzeptiert. In der Stadt und im ganzen Reich. Viele Details des Kolosseums, fertiggestellt im Jahr 80, wurden von den alten Chronisten festgehalten. Jedoch immer nur aus der Sicht des Zuschauers. Wie es hinter den Kulissen zuging, haben erst die Archäologen herausgefunden. 28 Aufzüge wurden nachgewiesen, die wilde Tiere aus unterirdischen Katakomben in die Kampfarena transportierten. Die Gladiatoren wussten nicht, aus welcher Tür die Löwen in der Manege auftauchen würden. Sehr zur Belustigung der Zuschauer der vergnügungssüchtigen Metropole. Es konnte mehrere Stunden dauern, bis die 120 Gladiatoren einer Veranstaltung besiegt waren. Um die Besucher bei Laune zu halten, ließen Roms Kaiser sogar Essen auffahren. Die Römer waren, ohne es zu wissen, auf dem Höhepunkt ihrer Macht und ihres Wohlstandes. Und sie genossen es. Auch kulinarisch. Die Zeit war reif für das erste Kochbuch. Das De Re Cucinaria. Übersetzt heißt es, über die Kochkunst. Geschrieben wurde es von verschiedenen Feinschmeckern. Einer von ihnen war Marcus Gavius Apicius. In Abschriften haben sich einige seiner Rezepte bis heute erhalten. Sie zeigen, wie experimentierfreudig man damals in Rom gewesen ist. Gefüllte Drosseln, Flamingo-Zungen. Nichts war zu exotisch. Aus allen Winkeln des römischen Imperiums wurden die Spezialitäten für die römische Küche herbeigeschafft. Vulvae steriles. Die Gebärmutter einer Jungsau. Ein Begriff taucht immer wieder auf. Liquamen. Das ist das berühmte römische Garum, die Fischsoße, die quasi überall als Zutat benutzt wurde und in Hunderten von Amphoren auf dem Monte Testaccio entdeckt worden ist. Der auf den ersten Blick unscheinbare Hügel am Stadtrand von Rom entpuppte sich für Archäologen als riesiger Glücksfall. Die Scherben von über 25 Millionen Amphoren wurden hier ab dem 1. Jahrhundert Tag für Tag abgeladen. Ein ganzer Berg aus antikem Müll, fast 50 Meter hoch.
Die Amphoren waren die Einwegbehälter der Antike. Einmal benutzt, wurden sie anschließend weggeworfen und auf dem Monte Testaccio entsorgt. Mit dem in den Amphoren transportierten Wein, dem Öl oder der Fischsoße bezahlten die Provinzen Roms auch einen Teil ihrer Steuern. So ist der Scherbenhügel für die Archäologen nicht nur ein Beleg für das einstige Konsumverhalten, sondern auch ein Indikator der Macht des Römischen Reichs ab dem 1. Jahrhundert. Die Formel der Wissenschaftler lautet: Je höher der Trümmerhaufen, desto reicher die Tributzahlungen und umso mächtiger das Imperium des Kaisers Augustus. Zu Beginn der römischen Kaiserzeit strotzte das Imperium vor Selbstbewusstsein. Kaiser Augustus zu Ehren wurde das Pantheon errichtet. Seine Stadt wandelte sich, wie er meinte, von einer Stadt aus Ziegeln zu einer Stadt aus Marmor. Aber war das alte Rom wirklich das Zentrum der Welt, für das es sich hielt? In der Schule haben wir alle gelernt, wie einzigartig das alte Rom am Beginn des ersten Jahrtausends gewesen ist. Sicher waren es riesige Dimensionen. Und doch wissen wir heute, genau zur gleichen Zeit gab es 7000 Kilometer östlich von hier ein ebenso großes Reich. Das China der Han-Dynastie. Bevölkerungsanzahl, Fläche, Straßennetz, vieles ist durchaus vergleichbar mit dem alten Rom. China erstreckte sich im 1. Jahrhundert über 4 Millionen Quadratkilometer. Eine Fläche, die der des Römischen Reichs in dieser Zeit sehr nahe kommt. Erstaunlich ähnlich sind auch die Bevölkerungszahlen. Im alten Rom lebten etwa 56 Millionen Menschen. In China waren es exakt 57.671.400. Bereits im Jahr 2 nach Christus wurde in China die erste Volkszählung durchgeführt. Und wie im Römischen Reich gab es auch eine Metropole. Chang'an. Mit einer 250.000 Einwohnern damals die größte Stadt Chinas. Zwischen Rom und dem alten China bestanden keine direkten Beziehungen. Aber hätte sich ein Römer um Christi Geburt nach Chang'an verirrt, wäre ihm der Betrieb auf den Straßen wohl vertraut vorgekommen. Und genau wie die römischen Herrscher stützten sich auch ihre chinesischen Kollegen auf einen Beamtenapparat. Nicht weniger als 130.000 Staatsdiener benötigten die Kaiser als verlängerten Arm ihrer Macht in den weit entlegenen Provinzen des Reichs. Denn das China der westlichen Han-Dynastie expandierte mit einer konsequenten Eroberungspolitik immer weiter. Chinesische Siedler folgten den Routen der Seidenstraße, auf denen Händler bis in die äußersten Regionen Zentralasiens vorgestoßen waren. Bis ihnen ein gefürchtetes Steppenimperium im entlegenen Nordwesten Einhalt bot. Es war das Land der Xiongnu, ein mächtiges Nomadenvolk, das bereits im 2. Jahrhundert vor Christus seinen Machthöhepunkt erlebte. Die Xiongnu hatten wenig mit den Han-Chinesen gemeinsam. In ihren Augen waren sie kulturlose Barbaren und den Han in jeder Hinsicht unterlegen. Wie konnte ein Volk ebenbürtig sein, das die Zukunft aus Hammelknochen deutete und keine Schrift oder Verwaltung kannte? Doch es zeigte sich, dass es ein großer Fehler war, die Xiongnu zu unterschätzen. In brutalen Raubzügen überfielen sie die chinesischen Bauern in den Grenzsiedlungen. Ein alljährlich im Herbst wiederkehrender Albtraum. Nachdem die Chinesen die Ernte eingebracht hatten, bedienten sich die kriegerischen Xiongnu mit Gewalt an den gefüllten Vorratskammern. Die Überfälle brachten nicht nur die Stabilität des Reiches, sondern sogar die Herrschaft der Han-Kaiser in Gefahr. Die chinesischen Beamten drängten ihre Herrscher zum Handeln.
Ein Grenzwall sollte das Reich der Han sichern. Spätere Dynastien bauten den Wall zu einer Mauer aus, die so gewaltig, so hoch und so lang wurde, wie kein Verteidigungswall zuvor oder danach. Viele Dynastien haben der Supermauer immer wieder neue Abschnitte hinzugefügt. Eine schier unfassbare Leistung. Die Rechnung der chinesischen Herrscher lautete: Mit 100.000 Arbeitern konnte man in einem Monat einen Kilometer Mauer fertigstellen. In einem gewaltigen Kraftakt entstand ein Bauwerk monumentalen Ausmaßes. Fast 22.000 Kilometer lang, Stein auf Stein. Der längste Teil der Mauer ist bereits zur Zeit der Han-Dynastie um das Jahr 0 im Nordwesten Chinas errichtet worden. So wie hier sah es damals aber noch nicht aus. Dass wir etwas über das Aussehen der Mauer von vor 2000 Jahren wissen, das haben wir Archäologen zu verdanken, die sich 1907 durch die Steppen Zentralasiens kämpften. Die Gruppe britischer Forscher suchte auf den ehemaligen Routen der Seidenstraße nach vergrabenen oder verloren gegangenen Schätzen. Statt Gold und Silber fanden die Briten die Reste eines Steinwalls. Stroh lag zwischen den Schichten aus Stein, Lehm und Sand. Oral Stein, der Leiter der Expedition, konnte sich die Mauern zunächst nicht erklären. Was war dieser Bau über 1000 Kilometer entfernt von der einstigen Hauptstadt Chang'an? Was und wen sollte diese Mauer hier beschützen? Rund 10 Kilometer war er der Mauer gefolgt, als er auf Holzreste stieß. Der zunächst unscheinbar wirkende Fund entpuppte sich schon bald als die eigentliche Sensation. Über 2000 Jahre alte Schrifttäfelchen. Siegel und Briefe, die in der Trockenheit der Steppe fast unversehrt geblieben waren. Sie verrieten den Zweck des Bauwerks. Ein Schutzwall gegen die gefürchteten Steppenkrieger der Xiongnu. Die erhaltenen Briefe erzählen vom Leben der Schutztruppen der Han. 355 Tage im Jahr mussten die Männer an der Grenze ihren Dienst tun. Die Soldaten beklagten sich über das unerbittliche Klima, die schlechte Verpflegung und über Heimweh. Unzufriedenheit in der Truppe. Was von römischen Legionären überliefert ist, das gab es zur gleichen Zeit auch im alten China. Viele Soldaten baten vergeblich um die Versetzung in einen anderen Teil des Reiches, nicht zuletzt auch aus Angst vor den gefürchteten Reitern der Xiongnu. Immer wieder stießen die Barbaren durch die Schwachstellen der Grenze. Die Überfälle nährten Zweifel am Sinn der großen Mauer. Die Menschen fragten sich, wenn die Mauer ihre Höfe und Siedlungen nicht vor einem primitiven Nomadenvolk schützen konnte, war sie dann überhaupt all die Anstrengungen wert? Soweit das alte China auch von Europa entfernt war, die Probleme auf beiden Kontinenten ähnelten sich vor 2000 Jahren nur zu sehr. Ein mächtiges und hochentwickeltes Imperium, das im ersten Jahrhundert so stark gewachsen war, dass es seine langen Grenzen kaum noch sichern konnte. Ein enormer Grenzwall als Lösung des Problems, aufmüpfige Nachbarn, das hört sich doch irgendwie bekannt an. Es sind genau die gleichen Phänomene, mit denen sich die Römer zur gleichen Zeit 7000 Kilometer weiter westlich herumschlagen mussten. Auch in Europa sollte eine Mauer gegen aufständische Barbaren schützen. Ab dem 1. Jahrhundert bauten die Römer den Limes. Wie die Han herrschten die Römer über ein riesiges Gebiet und waren fast allen anderen Nachbarn in jeder Hinsicht überlegen. Aber wie die Han hatten auch die Römer Widersacher, die sie unterschätzten. Die Germanen.
Wie die Xiongnu in Zentralasien hinterließen auch die Germanen keine Schriften. An was sie glaubten und wie sie lebten, ist vor allem durch den römischen Geschichtsschreiber Tacitus überliefert. Ausführlich beschreibt er den Freiheitssinn der Germanen, die couragierten Priesterinnen und die heiligen Kulte. Er schreibt: Die Germanen halten es wegen der Erhabenheit ihrer Götter für unvereinbar, sie in Wände einzuschließen. In Niederdorla in Thüringen haben Archäologen einen Kultplatz mit über 300 Tierschädeln und Knochen gefunden. Die Reste von Opfergaben, nach germanischem Brauch im Moor versenkt. Nach Tacitus besaßen allein die Priester, die Hüter der heiligen Opferplätze, Macht bei den Germanen. Politiker waren ihnen fremd. Es fehlt alles, was uns an staatliche Struktur denken lässt, an Beamte, an Verwaltung, anders als wir das im Römischen Reich oder in China kennengelernt haben. Aber gewisse Verbindungen sind doch vorhanden, denn auch die Germanen haben einen umfangreichen Götterhimmel, auch wenn die Stätten der Verehrung hier doch etwas anders aussehen als in Rom. Besonders verehrt wurde der Manus, der Kultvater aller Germanen. Noch ist dieses zentrale Heiligtum des Manus nicht entdeckt. Aber Archäologen vermuten es im Rhein-Ems-Weser-Gebiet in der Nähe von Hameln. Manus zu Ehren wurde im Abstand von mehreren Jahren unter der Anleitung der Priesterschaft von tausenden Germanen ein Fest gefeiert. Im Jahr 9 hat möglicherweise eines dieser heiligen Feste bevorgestanden. Dort, wo die Römer ihre Legionen zusammenzogen, um in Germanien ihr Recht und ihren Glauben durchzusetzen. Die Germanen waren keine politische Einheit. Sie lagen oft miteinander im Streit und im Clinch. Aber offensichtlich gab es so etwas wie zentrale Heiligtümer, zentrale Orte, an denen sie zu großen Festen zusammenkamen. Und genau zu einem solchen Fest ließ Varus, der römische Feldherr, seine Legionen aufmarschieren. War es eine Provokation? War es Dummheit? War es eine Fehleinschätzung der Lage? Oder war es der besonders perfide Plan des Anführers der Germanen, des Arminius? Arminius hatte das Aufeinandertreffen zwischen den Germanen und Varus möglicherweise ausgerechnet an einem der heiligen Kultorte initiiert. Vielleicht war es Kalkül, denn Arminius wusste, mit dem Aufmarsch der römischen Legionen auf dem geweihten Boden hatte Varus ein unentschuldbares Tabu gebrochen. Die germanische Priesterschaft war nun zu einem entscheidenden Schritt gezwungen und die Stämme rückten zum ersten Mal zusammen. Nicht weit vom Teutoburger Wald baten sie beim Kriegsgott Wodan um Hilfe. Gegen die übermächtigen Römer hatte sich der Anführer der Germanen mit seinen Männern tief in die Wälder zurückgezogen. Lautlos erwartete Arminius im prasselnden Regen mit den sonst so verfeindeten Stämmen die 20.000 Soldaten der drei Legionen des Varus. Dann schlugen sie los. Auf dem unwegsamen Gelände nutzten die Germanen die Unbeweglichkeit der schwer gepanzerten Römer. Die Schlacht wurde zur großen Stunde der germanischen Stämme, die an diesem Tag gemeinsam kämpften und die Römer im Jahre 9 nach Christus besiegten. Genau zur gleichen Zeit spitzte sich am anderen Ende des Römischen Reiches, 4000 Kilometer südlich von hier, ein weiterer Konflikt immer stärker zu. In der Auseinandersetzung zwischen der römischen Besatzungsmacht und dem unterdrückten Volk ging es auch um Fragen des Glaubens und natürlich um Unabhängigkeit. Aber ganz anders als in den Wäldern Germaniens hatten die Römer in Jerusalem viel mehr zu verlieren. Die Zeitenwende hatte für die Juden bereits im Jahr 3761 vor Christus stattgefunden, als nach jüdischem Glauben die Welt erschaffen wurde. Jerusalem existierte damals schon seit über 1000 Jahren.
Zu Beginn des ersten Jahrhunderts regierten die Römer über die Stadt. Mit der Geburt des Jesus von Nazareth beginnt für die westliche Welt eine neue Zeitrechnung. Dem Wanderprediger folgt eine immer größere Gruppe von Anhängern. Den Römern und den jüdischen Tempelpriestern ist er ein Dorn im Auge. Als Jesus die Händler und Geldwechsler aus dem heiligen Tempel vertreibt, sehen seine Widersacher ihre Chance gekommen. Jesus wird angeklagt und verurteilt. Mit seiner Lehre von der bedingungslosen Liebe Gottes für alle Menschen hat er die elitäre Kaste der jüdischen Tempelpriester provoziert. Für die Römer ist er ein lästiger Unruhestifter. Der charismatische neue Prediger ist eine so große Gefahr für die Mächtigen, dass er sterben muss. In der Grabeskirche verehren Christen den Ort der Auferstehung Jesu. Es ist die heiligste Stätte des christlichen Glaubens, der sich von Jerusalem aus auf den Straßen des Römischen Reiches verbreitete. Nach und nach entfernten sich die Anhänger Jesu von ihren jüdischen Wurzeln. Schließlich war eine neue Religion geboren. 66 nach Christus erhoben sich die Juden gegen ihre Besatzer. Sie waren sich sicher, so mächtig die römische Kriegsmaschinerie auch sein mag, vor den Toren der heiligen Stadt werde sich ihr Gott zu ihnen bekennen und seinen Messias schicken. Als die Römer jedoch den Tempelbezirk, das Allerheiligste, betraten, geschah nichts. Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht. Dort, wo sich das Gotteshaus einst erhob, stehen heute auf dem Plateau oberhalb der Mauer islamische Heiligtümer. Die prominentesten Reste der Epoche sind die riesigen Steinblöcke, die einst zum heiligen Tempel der Juden gehörten. Heute heißt der Ort Klagemauer. Hier sind die Gläubigen dem Allerheiligsten ihres zerstörten Tempels am nächsten. Es ist paradox. Diese Stadt, die so unvergleichlich viel erlebt hat, ist für Archäologen so etwas wie Himmel und Hölle zugleich. Unendlich viel Geschichte liegt hier im Boden. Gleichzeitig sind Grabungen fast überall verboten, weil jeder Meter entweder für Juden, für Muslime oder für Christen heilig ist. Fast alles, was wir über die Verfolgung der Juden durch die Römer wissen, stammt aus schriftlichen Quellen. Wie die Juden um Christi Geburt in Jerusalem tatsächlich gelebt haben, ist archäologisch nur schwer zu fassen. Eine Hintertür gibt es aber doch: die Erlöserkirche. Sie liegt mitten im Zentrum Jerusalems und wurde im 19. Jahrhundert von Kaiser Wilhelm II. Auf den Fundamenten einer Kreuzfahrerkirche gebaut. Der Grund, auf dem die Kirche steht, gehört heute einer deutschen Kirchenstiftung. Hier graben seit vielen Jahren Archäologen des Deutschen Evangelischen Instituts Schicht um Schicht weiter in die Tiefe. Sie suchen nach Überresten aus der Zeit vor der brutalen Niederschlagung des jüdischen Aufstandes und Spuren des damaligen Alltags. Aus diesen fundreichen Schichten haben wir natürlich jetzt hier Verputzmaterial dieser Häuser, die hier gestanden haben und im Jahr 70 im August zerstört worden sind. Und zwar ist das diese Schicht, die hier mit den Zetteln eingegrenzt worden ist. Aus dieser Zeit her stammen also diese Verputzreste von den Häusern. Wer sich so etwas leisten konnte hier im römischen Osten, der war schon relativ reich.
Da kann man mit dem stadtrömischen Komfort mithalten, oder? Oh ja, Herodes der Große wollte das, der hat das mit seinem Tempel gezeigt, er musste sein, wie das in Rom war. Und natürlich wollten die Leute mithalten und sie wollten auch so leben und so schöne Bemalung haben wie in Pompeji oder wie man das in Rom hatte. Das war einfach das Vorbild, nicht Provinz zu sein, man wollte hier wie das Zentrum sein. Die Funde, die unter der Erlöserkirche auftauchen, zeigen das Selbstverständnis der Juden während des Aufstandes gegen die Römer. Ganz anders als die Germanen orientierten sich die Juden durchaus am Lebensstil der Römer. Die Juden waren sich allerdings sicher, dass sie am Ende über die Römer triumphieren würden. Das beweisen die Münzen, die Dieter Viehweger gefunden hat. Und das sind so ein paar Neuprägungen. Es sind eigentlich römische Münzen und die werden dann neu geprägt. Mhm. Und hier, das ist ein Weinblatt, das auf diese Seite geprägt wird. Und auf der anderen Seite steht das zweite Jahr. Also ist das zweite Jahr des Kampfes. Hier sieht man dann auch noch ein Ölgefäß. Und das ist eine typische Aufstandsmünze. Jahr 1 der Freiheit, Jahr 2 der Freiheit, bis zum Jahr 4 der Freiheit. Dann sind wir Jahr 70 und dann ist natürlich die Freiheit auch vorbei gewesen. Ja. Und wir haben hier die große Zerstörung. Mit der Zerstörung des Tempels verlor das Judentum sein religiöses Zentrum. Es beginnt die Epoche der Diaspora, der Zerstreuung des jüdischen Volkes über Europa. Den Römern blieben beide Religionen, die der Juden und die der Christen, ziemlich suspekt, denn beide glaubten nur an einen Gott. Das war im ersten Jahrhundert etwas Besonderes, denn die anderen Religionen verfügten über eine wahre Götterwelt, nicht nur in Europa. Seine Zeitreise führt Matthias Wemhoff zu einer Kultur, die 12.000 Kilometer von Rom entfernt ist. Auch hier glaubten die Menschen im ersten Jahrhundert an viele verschiedene Götter. Aber sonst unterschieden sie sich sehr von den Zivilisationen der alten Welt. Während in China in dieser Zeit die Schubkarre erfunden wurde und die Römer Seile aus Kupferdrähten verwendeten, wuchsen die Maya-Pyramiden allein mit Muskelkraft bis zu 70 Meter in die Höhe. Von der Existenz der Maya und der anderen Völker Mittelamerikas wusste in Europa im Jahr Null natürlich niemand. Das war anders als zum Beispiel mit den Chinesen. Da hatten die Römer zumindest mittelbar über den Handel auf der Seidenstraße Kontakt. Man kann sich die Überraschung der ersten Europäer vorstellen, als sie dann mitten im Urwald auf die Reste dieser großen Zivilisation stießen. Und sie machten sich keine Vorstellung davon, dass sie tatsächlich die Zeugnisse einer völlig unabhängig sich entwickelnden Hochkultur vor sich hatten. Ohne den Einfluss von außen besaßen die Maya die am höchsten entwickelte Kultur der amerikanischen Kontinente. Viele Mythen ranken sich um die Maya, die zahlreiche Prachtbauten, aber auch viele Rätsel hinterlassen haben. Wie in Tikal, das ab dem Ende des ersten Jahrhunderts zu einer der bedeutendsten Metropolen der Maya ausgebaut wurde. Warum sie sich ausgerechnet im tropischen Klima Yucatans angesiedelt haben, ist genauso rätselhaft wie ihr späteres Verschwinden. Ja, diese Maya machen uns mit ihren Bauten, mit ihrer Kultur, mit ihren ganzen Fertigkeiten als Europäer schon so ein bisschen sprachlos, weil das, was hier geschaffen wird, das passt so gar nicht in unsere Charakterisierung, in unsere Einteilung von Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit. Eigentlich müsste das alles Steinzeit sein, denn die Mayas hatten keine Metalle, die sie einsetzen konnten, die bei uns, zum Beispiel bei den Römern, natürlich enorm wichtig waren, um überhaupt solche Bauten errichten zu können. Gleiches gilt zum Beispiel für die Verwendung von Zugtieren. Eigentlich etwas, was man unbedingt braucht, um solche Lasten bewegen zu können. Aber hier gab es nun mal keine Rinder und keine Pferde. Also die Muskelkraft spielte eine ganz, ganz große Rolle. Vieles ist uns fremd und vielleicht stehen wir deshalb umso staunender vor dem, was hier entstanden ist. Nur wenige Kilometer von Tikal entfernt möchten Archäologen beweisen, dass die Zivilisation der Maya um Christi Geburt bereits in voller Blüte stand. In Uashatun wurde eine gigantische Stuckmaske eines Königs dieser Zeit entdeckt, die noch zur Hälfte in der Erde verborgen ist und in den Himmel blickt, offenbar bereit für den Kontakt mit den Göttern.
Yes, we are looking to half first part of the face. Wir sehen hier die erste Hälfte des Gesichts und da oben erkennen wir zum Beispiel die Augen. Der Mund ist noch tief eingegraben, aber hier ist die Nase. Und warum ist ausgerechnet die Nase so groß? Das stimmt, die Nase ist unverhältnismäßig groß. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das die Nase eines großen Vogels darstellen soll. Der König wollte so seine Verbundenheit mit den Göttern zeigen, dass er mit den Göttern sogar kommunizieren konnte. Lange haben die Forscher gerätselt, warum die Maya im ersten Jahrhundert ausgerechnet hier diesen enormen Aufwand betrieben, bis ihnen durch die Masken der Gottkönige klar wurde, dass Ur-Shatun eines der Astronomiezentren der Maya war. Sie untersuchten die Ausrichtung der Tempel der Stadt und stellten fest, dass fast alle dieser heiligen Stätten auch der Beobachtung der Gestirne dienten. Die Maya berechneten schon zu Zeiten Jesu das Sonnenjahr nahezu exakt. Die astronomischen Glanzleistungen, die gigantischen Tempelanlagen, die Maya taten alles nur aus einem Grund. Sie wollten ihre Götter milde stimmen und ihre Entscheidungen verstehen. Ein Wunsch, von dem genau zur gleichen Zeit auch eine ganz andere Kultur beseelt war. Die Hinwendung zum Spirituellen, der Glaube an das Übernatürliche, nirgends wird diese Haltung so deutlich wie auf einem Hochplateau im Süden Perus. Die 20 Kilometer langen Nazca-Linien verblüffen noch heute. Neben geometrischen Figuren und Linien sind auch Tiere und sogar Menschen abgebildet. Seit fast 100 Jahren untersuchen Archäologen diesen Ort. Unmittelbar an den Geoglyphen wurden Keramikscherben gefunden, die Reste von Opfergaben. Die merkwürdigen Linien haben absurde Spekulationen hervorgerufen. Wie die Annahme, es handle sich um Landebahnen für Außerirdische. Wissenschaftler erkennen heute darin eine Rituallandschaft. Bühnen für Versammlungen und Prozessionswege. Technisch gesehen war die Herstellung der Linien einfach. Die Nazca schoben das dunkle, lose Geröll zur Seite, sodass der helle, harte Boden darunter sichtbar wurde. Doch angesichts der riesigen Dimensionen war der damit verbundene Aufwand doch gewaltig. Aus archäologischen Untersuchungen weiß man inzwischen, dass das Klima in Peru vor dem Bau der Geoglyphen menschenfreundlicher und feuchter war. Als das Land von einer Dürre heimgesucht wurde, erflehten die Menschen die Hilfe der Götter. Die Nazca-Linien waren Notrufe einer Kultur, die nur ihren Glauben hatte, um auf eine existenzielle Bedrohung zu antworten. Wenn Landschaften so schnell veröden wie der Südwesten Perus, dann können sich die Menschen kaum daran anpassen. Wenn sie allerdings seit langer Zeit sich den Herausforderungen einer so widrigen Umgebung stellen, dann können auch abseits der Hotspots der Weltgeschichte ganz herausragende Kulturen entstehen. Wie in der trockensten Region der Welt, dem nächsten Ziel unserer Zeitreise. Die Fessan-Wüste gehört zum libyschen Teil der Sahara und ist fast doppelt so groß wie Deutschland. Hier lebte im ersten Jahrhundert ein Volk, das mit ausgeklügelten technischen Methoden der Wüste trotzte. Die Garamanten. Sie waren Meister der Wasserwirtschaft und verlegten mehr als 600 Kanäle.
Insgesamt erstreckte sich ihr Kanalsystem über mehrere hundert Kilometer. Im südlibyschen Wadi al-Hadja stehen heute noch die Ruinen ihrer einstigen Hauptstadt. Für Archäologen ist die Stadt Garama eine der ersten urbanen Zivilisationen, die jemals in einer Wüste errichtet wurden. Um Christi Geburt lebten hier bereits über 10.000 Menschen. Reste von Wohnvierteln, Marktplätzen und Badeanlagen sind erhalten. Die Garamanten hatten in der Wüste ihre Nische entdeckt. Eine hochspezialisierte Gesellschaft, die hier genau die Bedingungen fand, um sich überhaupt erst zu entfalten. Mit dem Wasserverteilungssystem, das sogar schon 40 Meter tiefe Wartungsschächte besaß, bauten die Garamanten mitten in der Wüste Weizen, Gerste, Feigen und Trauben an und sogar Baumwolle, die besonders viel Wasser verbraucht. Aber auch andere, heute fast unbekannte Kulturen standen damals in Afrika in voller Blüte. Wie das sagenhafte Königreich Kusch, das ebenfalls in der Zeit von Christi Geburt den Höhepunkt seiner Kultur erlebte. In der einstigen Hauptstadt Meroe im heutigen Sudan stehen noch heute die fantastischen Pyramiden der sogenannten schwarzen Pharaonen. Die Bauwerke sind kleiner und rund 2500 Jahre jünger als die weltberühmten ägyptischen Pyramiden und von der Forschung fast vergessen. Dabei bildet das Ensemble das größte Pyramidenfeld der Erde. Armbänder, besetzt mit geschmolzenem Glas und Abbildungen von Göttern aus massivem Gold, wurden in den Pyramiden geborgen. Ein solcher Reichtum weckte Begehrlichkeiten. Im Jahre 23 vor Christus standen die Römer mitten in der Wüste. Ägypten hatten sie schon besetzt, nun sollte Nubien folgen, so wie der Sudan in dieser Zeit hieß. Nach römischen Überlieferungen trat ihnen ein tapferes Heer entgegen, angeführt von einer Frau, der Königin von Kusch. Ihr gelang es, die römische Supermacht zu stoppen. Das Königreich in der Wüste war, wie die Germanen, eine der wenigen Kulturen dieser Zeit, die sich gegen die Eroberung der Weltmacht Rom erfolgreich behauptete. Doch selbst in der nordafrikanischen Wüste kam damals niemand an den Römern vorbei. Wo sie nicht kämpften, holten sie ihren Plan B aus der Schublade und schlossen einen Friedensvertrag, um mit dem aufmüpfigen Volk zu handeln. Besonders gerne überließen die Römer den neuen Handelspartnern den Transport der Waren durch die Glutöfen dieser Region, sowohl den Nubiern im Sudan als auch den Garamanten in Libyen. Ein kluger Schachzug, denn die Wüstenvölker waren ohnehin die einzigen, die wussten, wie die vielen hundert Kilometer bis zu den Hafenstädten am Mittelmeer zu überwinden sind. Die Römer hatten schon früh erkannt, dass man ein Land nicht militärisch beherrschen muss, um es zu kontrollieren oder um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Als größte Wirtschaftsmacht verfügten sie über ganz andere Mittel. Handel gab es früher und gleichzeitig an allen Orten schon, aber die Römer haben die Art des Handelns und Wirtschaftens tatsächlich perfektioniert. Sie verfügten nicht nur über die größten Absatzmärkte, sie versuchten auch, Einfluss auf die Handelsrouten zu nehmen, die außerhalb ihres Reiches verliefen. Sie wollten auch daran bereits verdienen. Ein besonders lukrativer Handelsweg verlief um Christi Geburt zwischen dem Roten Meer und Syrien. Er erstreckte sich durch das Reich der Nabatäer. Petra war ihre Hauptstadt, einer der schönsten Orte der Welt. Der Wohlstand der Stadt ist auch heute noch sichtbar. Um 40 nach Christus entstand der Grabtempel als repräsentativer Bau im Zentrum der Stadt. Die Nabatäer hatten in dieser Region ein Handelsmonopol auf Weihrauch und das übermächtige Rom wollte einen Anteil daran. Die Römer ließen den Nabatäern ihre Unabhängigkeit und wurden zu ihrer Schutzmacht.
Die Nabatäer errichteten weiterhin ihre monumentalen Gräber und öffentlichen Bauten. Wo aber sind die Wohnsitze der Menschen? Wie haben die Herrscher hier gelebt? Auf einem Gipfelplateau hoch über der Stadt Petra geht dieser Frage ein Archäologenteam nach. Auf dem schwer zugänglichen und staubtrockenen Berg namens al-Bijara haben die Forscher Hinweise auf einen rund 2000 Jahre alten Palast gefunden. Also wir würden gerne davon ausgehen, dass das Teil der königlichen Besitztümer war, weil einfach die strategische Wichtigkeit und der absurde Luxus, der hier zur Schau gestellt wird, in diese Richtung weisen. Wer auch immer das gebaut hat, die wollten wirklich auch gesehen werden von unten. Ja, weil der Wohnkomfort, der wird dadurch nicht besser. Den tollen Blick, den hat man ja. Die Wasserversorgung hat man auch. Das dann noch so auf die Spitze zu treiben, das ist dann wirklich auch, dass man die Repräsentation hat, dass man von unten auch wahrgenommen wird. Dieser Nabatäer-Fürst wollte seinen Wohlstand unter allen Umständen für alle sichtbar machen und hatte auch sonst ein Faible für das Besondere. Über Zisternen und Aquädukte, die auf dem Berg verteilt sind, wurde Wasser zum Palast geleitet. Fließendes Wasser wurde aber nicht nur zum Trinken oder in der Küche gebraucht. Zu dem Palast mit der besonderen Aussicht gehörten gleich zwei Luxusbäder. Eines für die private Entspannung, das zweite groß genug für eine Gruppe. Alle Baumaterialien mussten per Hand und mit Maultieren auf den Berg transportiert werden. Und wenn der Herrscher ein warmes Bad nehmen wollte, sogar das Brennholz für die Badeöfen. Also die Idee, dass man an diesem Ort dann sich ein Bad gönnen kann, abends oder auch tagsüber, das ist schon abstrakt. Ne? Das ist eine absurde Form von Luxus, wo es darum geht, zu zeigen, dass man das kann. Unsere Zeitreise durch das erste Jahrhundert hat uns rund um den Globus geführt. Und auch wenn die Zeit überall gleich schnell verging, für Nabatäer und Maya, für die Han in China oder die Germanen, so verliefen die Entwicklungen einiger Kulturen doch vollkommen unterschiedlich. Andere waren sich dagegen erstaunlich ähnlich. Es ist diese gleichzeitige Ungleichheit der Zivilisationen, die Matthias Wemhoff fasziniert. Tausend Jahre später geht es wieder um Macht, um Glaube und Neugierde. Nur die Schauplätze und die Protagonisten sind dann ganz andere.